50 Videos, 50.000 Aufrufe, 1.400 Abonnenten. Und ey, ich hab's krass unterschätzt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals einfach ungelogen 7 Stunden dafür gebraucht habe, um dieses erste 3-Minuten-Video in meinem Office aufzunehmen. Dann haben wir die Streak 17 Videos lang durchgezogen. Wir waren in Berlin, wir haben unser neues Auto abgeholt und ich war das erste Mal seit 10 Jahren unter 100 Kilo. Aber wenn ich eins gelernt habe, ist es, ich brauche immer diese Streaks. Also ich muss immer was komplett durchziehen, damit ich es wirklich durchziehe. Sobald eine Unterbrechung kommt, war es das. Also ich brauche diese Konstanz, diese Diät oder diese Weekly Videos, ich brauche die einfach. Dann sind 3 mehr oder weniger random Vlogs entstanden. Wir sind umgezogen und dann war es das erstmal für 4 Monate. Am 1.1. bin ich dann 23 Kilo schwerer wiedergekommen und es ging weiter mit Muscle Math auf Diät und Weekly Videos. Von da aus ging es dann weiter mit Weekly Gym Content und wir haben neue Rekorde gebrochen. 200 Kilo Bankdrücken, 40er Hammer Curls. Wie ich anfangs schon gesagt habe, dieses konstante Durchziehen pusht mich einfach krass. 50 Videos sind Longterm betrachtet eigentlich echt nicht viel, aber es fühlt sich einfach schon an wie eine Ewigkeit und ich habe auch so viel gelernt. Eine Sache zum Beispiel, es ist scheißegal, womit man filmt. Auch wenn ich das immer noch nicht so richtig für mich akzeptiere und immer wieder versuche, okay, neues Equipment zu kaufen und die Videos immer noch weiter zu optimieren, ist mir einfach bewusst geworden, vor allem jetzt in den Bali-Vlogs, es ist 100-mal wichtiger, den Moment einzufangen, als ob es dann überbelichtet, unterbelichtet in 720p ist oder mit dem Handy mit einer FX6 gefilmt. Es geht einfach darum, okay, wir müssen jetzt diese Sekunde einfangen und den Inhalt quasi rüberbringen. Und um ehrlich zu sein, jedes iPhone, was jeder quasi mit dabei hat, ist besser als jede Kamera, die man sich für 1.000 Euro kaufen kann. Das ist ja auch oft so die Frage, die Leute einem stellen, ey, boah, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ich will jetzt anfangen, ein bisschen was zu filmen. Und ich sage euch ehrlich, nehmt einfach euer Handy. Das iPhone ist einfach das beste Videotool, was es aktuell gibt. Oder das am easy accessible Videotool, was es gibt, weil wenn ihr euch eine Kamera kauft, braucht ihr ein Objektiv, ihr braucht ein Mikrofon, ihr braucht Akkus, ihr braucht eine Speicherkarte. Ich habe jetzt hier noch so einen fancy Filter drauf, so. Das ist alles so Sachen, die so nach oben skalieren, wo ihr halt einfach so schnell ins Geld kommt, was einfach komplett useless ist, weil am Ende des Tages reicht das hier. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist Audio über alles. Ist jetzt gut wieder für jemanden, der sich ständig eine neue Kamera kauft, aber wenn ihr euch wirklich so mit Filmen beschäftigt und auch was quasi dann technisch verbessern wollt, ich sag euch ehrlich, holt euch einfach ein vernünftiges Mikrofon. Visuell kann man so viel verzeihen, ey, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn es überbelichtet ist, unterbelichtet oder so. Egal, wenn es mal unscharf ist, wenn es mal die Auflösung schlecht ist. Wenn ich so zurück überlege, so damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatten wir halt eine scheiß Internetleitung. Und ich habe einfach YouTube-Videos auf 360p geguckt. Es war halt in Ordnung, weil es die einzige Möglichkeit war. Aber ich sag euch, wie es ist. Wenn ihr scheiß Audio habt, die Leute sind weg. Also ich schaue kein Video mit scheiß Audio und ich kann euch eins sagen, schlechtes Audio ist einfach nicht zu retten. Ich habe wirklich, es gab Audiospuren, keine Ahnung, wo so ein leichtes Störgeräusch war und ich habe es versucht zu retten. Unmöglich. Genauso ist es mit Räumen so, das ist auch das Problem, was ich jetzt gerade zu Hause habe, in meinem Office so. Ich muss irgendwie das Audio safe kriegen, weil ich krieg's nicht gerettet. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was mir bevorsteht. Aber an dritter Stelle muss ich leider sagen, ich hab's unterschätzt. Ich finde immer einen Grund, kein Video zu machen, weil ich es nicht fühle oder der richtige Augenblick noch nicht gekommen ist. Aber das ist alles Bullshit. Die besten Videos sind entstanden, wenn ich einfach drauf losgefilmt habe. Trotzdem struggle ich jede Woche damit, ein neues Video zu machen. In meinem ersten Video habe ich gesagt, mein Ziel ist es, in diesen 100 Videos zu verstehen, was es bedeutet, die Person vor der Kamera zu sein. Und nach 50 Videos kann ich euch sagen, ich bin dem Ganzen ein kleines Stückchen näher gekommen. Ich verstehe jetzt, was es heißt, es gerade nicht zu fühlen, ein Video zu machen. Aber mein Ziel für die nächsten 50 Videos soll es sein, darüber hinauszugehen und das Ganze so zu professionalisieren, dass man einfach so ein Video machen kann. Denn all diese Gründe, kein Video zu machen, sind alle nur in meinem Kopf. Aber zu guter Letzt möchte ich euch für euren Support in den ersten 50 Videos danken. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jede Person, die mir bei Instagram schreibt oder im realen Leben sagt, dass sie meine Videos verfolgt, weil das einfach mir zeigt, dass es neben diesem nur für mich machen auch einen für euch machen gibt. Und deswegen sehen wir uns nächsten Samstag im 51. Video. Ich möchte so sein wie Elon Musk, ride im Hyperloop die ganze Nacht. SpaceX, Shuttle, ja, Murken, Hard, Solar City strahlt bis zum Mars. Yeah. It's been a while.